Und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superfatih und wir spielen zusammen Assassin's Creed Mirage. Ja, wir sind hier und da habe ich letztes Mal schon geguckt bei diesem Händler. Zadik, Hier kann lange man nicht zu sehen. Reittiere kaufen. Und Was hast du da? da habe ich doch was Sieh dich Geiles um. gefunden. Guckt euch mal unser Pferdchen an hier. Das sieht doch geil aus, oder ne? Ich habe noch nicht ganz raus, woher ich das habe, aber hier gibt es übelst geile Dinger hier. Guckt euch das an. Und ein Kamel, ja, Kamel ist cool, ja, super. Aber der ist geil. Den habe ich genommen. Und wir haben noch unser Alke. Das ist jetzt ein kleiner Drache. Was geil. Ja, sowas Was? kannst. Bist du Halt, das raus? wollte ich nicht. Ja, ich habe alles. Ich Vielen gehe dann Dank. mal. Friede sei mit dir. Gut, dann würde ich sagen, gucken, gehen wir mal nach draußen und gucken, wie der aussieht. So, wo haben wir ihn denn? Oh, den hole ich mir noch hin, die Kerbe. Wir müssen so oder so in die Richtung. Alles klar. Tore Bagdads. So, wie können wir den jetzt nochmal rufen? Halt. Mit X. Wo ist er denn? Wo ist er? أسمعت بالقوم العمالقة ذوي الشعر الأصهب والأشقر الذين يتاجرون بالعبيد؟ Wie لم أرهم hole ich denn يسمعون jetzt mein Pferd? لكن يبدو أنهم محاربون مخيفون من الشمال لابد من الأرض Das ist er nicht. Da ist, oh ja, unser kleiner Drache. M ist Map. Verdammt nochmal. Wie kriege ich denn jetzt das Viech hier ran? Das war blocken. Das war. Oh, wir haben 2 Punkte. Was holen wir uns denn? Da brauchen wir einen dritten. Da brauchen wir auch einen dritten. Also das Einzige, was wir machen können, ist das hier. Nehmen wir das mal. Nachforschung, da haben wir auch nochmal wieder was. Oh ja, die haben wir fertig hier. Jo, da haben wir alle Hinweise gekriegt. Al Ghul. Und jetzt gehen wir nach zur Wassermühle. Okay, Aufträge habe ich jetzt keine angenommen. Ich glaube, wenn ich B länger drücke. Ne. Auch nicht. Wie kann ich denn mein Pferd rufen? Da war's, da war's, da war's. Hier, da ist er. Oh, da müssen wir den länger drücken. Boah, geiles Viech. Das sieht doch mal geil aus. Yalla! Sieht geil aus, das Viech. Den behalte ich. Ja, nächstes Mal vielleicht ein paar Nebenaufträge. Oh, wir müssen hier so mit C absteigen. Durch Allahs Macht, Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst Okay. müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Das Roshan. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja, eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter.
Sieht so aus, als hätte El-Ghul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Jakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben? Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bashi! Was soll er denn jetzt? Er spürte eine der Grabungen von El-Ghul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Oh, shit. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Ghul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Jo. Oh. Er ist nicht amused. Ja, nehmen wir doch mal. Dann komm mit mir. So, ich glaube aber das Ding hinten am Rücken mache ich wieder ab. Das geht mir ein bisschen auf den Geist. So. Sklavenhändler. Aufsteigen. Man nehmen wir mal besser diesen hier, wa? Lied ist zum Greifen nah, Basim. Yalla, yalla! Bei denen zuvor und auch bei den künftigen wird der Tod El-Ghuls gerecht sein. El-Ghul. Ein Mann, der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Denn El-Ghul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, was da hinten ist das erklärte denn? Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand... Oh, das ist ein Berg. ...in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Ghul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube okay. ich fest. Und ja, hoffen wir doch mal, ne? Ein paar Folgen wollen wir noch machen. ...mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Meisterin. Okay. So, jetzt sind wir doch da wieder. Einmal kurz gucken. Ne, sind ein bisschen woanders. Ich wollte schon sagen, dass wir wieder hier hinten sind. Aber nein. So, wo sind wir hier denn? Geschäftig wie ein Bienenstock. Komm! Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Mhm. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit. Oh, eine Schlange. Und vertraue deinem Gefühl. So, was sehen wir hier denn? Madame, komm da hin. Genau.
genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe. Das ist er. Nun geh. Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Okay. Du wähnst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Ghul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Okay, eliminiere Al-Ghul. Al-Ghul, der sich als Mashul, sein Name ist das, glaube ich, herausgestellt hat, ist ein Mitglied des Ordens, das sich an der Verzweifelten und Machtlosen bereichert und sie dazu zwingt, aus unbekannten Gründen in der Wüste zu graben. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er als bekannter Besitzer einer Seifenmühle in aller Stille Wanderarbeiter anwerben kann, die sich in Lebensunterhalt davon versprechen, dieses Geschäft verwickelt er in einer Karawanserei ab. Sucht nach Ablenkungsmöglichkeiten, um Al-Ghul herauszulocken. Okay. Machen wir das mal. Komm, die Bühne gehört dir. Ich werde zusehen. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier denn? Unser Drache. Den nehmen wir wieder weg. Da ist einer. Da sind zwei. Okay. Da ist noch einer. Da habe ich was. Da ist was zum... Da sind noch Leute. Da ist was. Das ist auch was zum Erkunden. Aha. Also, geheimer Eingang, Musiker, da ist noch ein Gegner, da ist noch einer, da ist ein Gegner. Und da oben. Okay, ich würde aber erstmal sagen, da ist noch einer. Ich laufe erstmal einmal drumherum. Vergiss nicht, Geduld, Disziplin. Geduld und Disziplin. Beides besitze ich nicht. Das wird ja was. So, suche nach Ablenkungsmöglichkeiten. Guck hier erstmal bei diesem geheimen Eingang. Und ich gehe da jetzt ja mal von aus, dass ich den... Oh, da ist ein Geheimeingang. Alles klar. Mhm. Was haben wir hier? Gar nichts. Da komme ich jetzt so auch nicht hoch. Alles klar. Hey, du sollst da rein. So, C ist tauchen. So, rein mit dir da. So, kann ich den anlocken? Komm, komm, komm. Achtung, ihr habt Gesellschaft. Ich bin immer bereit, mein Käfer.
Oh, jetzt hauen sie ab. Okay. Dann leck mich am Arsch. Das nehme ich noch am schnell mit hier. So. Wo haben wir denn Gegner? Da haben wir einen. Und da ist einer. Okay, den könnte ich jetzt so. Hey, 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 hey. Okay, der hat mich nicht gehört. Och Gott. Ging mal wieder eine Büchse, aber. So. Okay. Den will ich hier noch im Weg tragen. Kann ich die da auch reinsingen? Genau, dann kann ich die da reinlegen. Das ist ja cool. Dann sind die weg, ne? Der da hinten in der Ecke, den macht ja wohl keiner finden. Okay, hier komme ich nicht rein. Tür verriegelt, da muss ich nämlich rein. So, den anderen gönne ich mir auch noch im Schnell. Und dann ist hier oben auch keiner mehr, ne? Okay. So, wie holen wir den Dicken da erst denn jetzt raus? Schlimmeres Schicksal als den Stoß meiner Klinge. Meine Botschaft wird den Orden erreichen. Laut und deutlich. Okay. Den kann ich nicht, ne? Nee, der kommt ja aufs... da raus, oder? Hier komme ich auch nicht rein. Okay. Oh Gott, jetzt komme ich auch noch nicht mal wieder hoch. Jetzt muss ich wieder runter. Oh no. Okay. Dann gehe ich hier mal hin, wa? Oh, das ist eine Sack. Nee, doch nicht. Uns wurde regelmäßige und lohnende Arbeit versprochen. Stattdessen müssen wir in der Wüste schuften. Wir wurden betrogen. Bitte, du musst uns helfen. Ich kann euch helfen. Das muss ich mir überlegen. Sag mir, was ich tun kann. Der Mann, der uns brachte, hat eine Besitzurkunde, die uns an Mesut bindet. Falls er noch nicht bezahlt wurde, sollte er noch hier sein. Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie, bekommt Al-Hul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben. Und der hat das? Okay, gucken wir mal. Beachtet mich nicht. So, den müssen wir holen. So, einen Moment, eben gucken. Der muss weg. Okay. Jetzt. Oh Gott, wer hat mich, der da oben hat mich gesehen, ne? Sei gegrüßt. Mit welcher Art Waren bist du unterwegs? Weißes Gold und Honig. Und du? Willst du handeln? Vielleicht später. Fürs Erste sehe ich mich nur um. Okay, weißes Gold und Honig. Alles klar, der ist es schon mal nicht. Da hinten steht noch einer. Vergesst mich einfach. Ich will mit dir reden. Kann ich den hier jetzt?
Stadtkerker gewonnen. So viel zum Versteckbleiben. Ah, scheiße. Und nun? Den machen wir schon mal weg. Aber es kommt keiner, oder? Ja, toll, aber meine Bekanntheit geht wieder hoch. Das ist scheiße. Das ist ein Mist. Okay, hier haben wir jetzt keinen. Dann gehe ich mal gucken, ob die da hinten was wissen. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Ich grüße dich, Reisender. Die Karawanserei ist heute reich an Waren. Hast du etwas Gutes anzubieten? Ich nehme nur Darahim. Und was ich verkaufe, ist keine Ware, Junge. Obwohl das wohl darauf ankommt, wen man fragt. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich verkaufe Männer, Arbeiter. Aber die sind alle schon verkauft. Könnte ich dich umstimmen? Ich habe Geld und könnte derlei Männer gebrauchen. 15.000. Oh, scheiße. Das ist doch absurd. Wer kann diesen Preis bezahlen? Diese Frage solltest du besser für dich behalten. Und jetzt geh weiter. Mann, warum bist du so frisch? Befreien will, muss ich die Urkunde stehlen. Und wo haben wir denn die Urkunde? Oh. Verhaltet euch ruhig. Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Oh Gott. So, wie kann ich das steigern? Wer ist da jetzt rein? Oh, das wird nichts. Und das kann nicht so leicht. Verdammt nochmal. Jetzt läuft er da hinten hin. So, der läuft weg. Rudi, da willst du jetzt stehen, sitzen bleiben? Das ist ja kacke. Verdammt nochmal. Ja, das war der erste Versuch. Das war nichts. Bleibt ruhig. Nein, verdammt nochmal. Ja, toll, zweite. Oh, verdammt. Zeit zu verschwinden. Dann befreie ich sie mal. So. Ich habe eurem Händler die Urkunde abgenommen. Nicht ganz so wie vor. Geht. Die Arbeiter sind außer sich. Das wird El-Hul mitbekommen. El-Hul. Muss bereit sein. Nicht verborgen bleiben. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt nach oben. Und springe ihn auf den Kopf, wa? Oh, da ist noch einer. Wo kommst du denn her? Also, El-Hul. Ja,
Junge, Junge. Das war geil. Da hängt er. Allah verfluche dich. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben, dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Oh, schade, dass die Feder nicht weiß ist. Jetzt ist sie rot. Okay, El Ghul haben wir. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch fliehen, ne? Oh Gott, was jetzt? So, Ante der Konzentration. Wenn du dich nicht in den Kampf befindest, kannst du eher die Ante der Konzentration auslösen, um eine perfekte Attentäter-Sequenz auszuführen. Während die Ante der Konzentration aktiv ist, kannst du mit linker Maustaste wählen, welchen Gegner du angreifen willst. Und deine Wahl mit Leertaste bestätigen. Was ihn für deine Attentäter automatisch aus? Mit Attentaten aus dem Hinterhalt füllst du den Konzentrationsbalken wieder auf, um die Fähigkeiten erneut nutzen zu können. Okay. Ich will ehrlich gesagt hier über ein Dings hier flüchten. Aha. Okay, was ist denn das? Basim. Nihal, das war doch das Mädchen, das wir nicht wiedersehen wollten, ne? Komm zu Sinnen. Okay, das ist nicht verlüblich. Oh, da fliegt unsere Sache. Cool. Die hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges. Nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen.
Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich Al-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Ob das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung. Ja, unser erster Ordensgegner. Aber ich würde sagen, machen wir hier wieder einen Break. Wir sind schon wieder über der Länge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und tschüss.